Geschickte Hände und unerschrockener Geist sind das Erbteil des Menschen. Selbsterdachte Werkzeuge müssen ihm helfen, den Auftrag des Erdendaseins zu meistern. So lehren es schon die ältesten Zeugnisse seiner Geschichte. Fünf Grundelemente, so sagt der antike Gelehrte Heron, finden sich in den Geräten und Maschinen der Menschen immer wieder. Hebel, Keil, Draht, Seilrolle und Schraube. Eines hat Heron vergessen, das Zahnrad. Zahnräder helfen uns, wo es gilt, große Kräfte durch kleine Kräfte zu bewältigen. Zahnräder brauchen wir dort, wo wir rasche Umdrehungen einer Welle in langsame Umdrehungen einer zweiten Welle zu verwandeln haben. Umgekehrt können wir mit Zahnrädern auch langsame Umdrehungen in schnelle verwandeln. Zahnräder schalten wir ein, wo wir die Drehbewegung einer waagerechten Welle an eine senkrechte Welle weitergeben wollen. Zahnräder können wir sogar zum Fördern von Flüssigkeiten unter hohem Druck benutzen. Lassen wir unser Auge durch die Geschichte zurückschweifen. Wir finden das Zahnrad nicht nur in den letzten Jahrhunderten. Schon mehr als 2000 Jahre ist es ein bekanntes und nützliches Hilfsmittel im Dienste der Menschen. Aus der Zeit des Höhepunktes der griechischen Kultur ist uns die erste schriftliche Erwähnung des Zahnrades erhalten. Im 3. Jahrhundert vor Christus erklärt Aristoteles in seiner Schrift Grundlagen der Mechanik ein Prinzip, das, wie er ausdrücklich sagt, zu allerlei Werkzeugen Anlass gegeben hat. Räder aus Erz oder Eisen, die paarweise berührend ineinander greifen und sich gleichzeitig in entgegengesetztem Drehsinn um ihre Achsen drehen. Sein Schüler und Nachfolger Theophrastos erzählt bewundernd von Schöpfwerken in Afrika, denen später die Araber den Namen Sakie gegeben haben. Es waren von Haustieren angetriebene Göpelwerke mit Eimerketten und primitiven, aber durchaus tauglichen Zahnrädern, wie sie heute noch rings um das Mittelmeer benutzt werden. Bewässerung der Äcker war die früheste technische Aufgabe der menschlichen Kultur. Physikalisch viel schwieriger durchschaubar ist jenes Wasserhebewerk, das Philon von Alexandria konstruiert hat. Er bediente sich eines Zahnrades und einer Zahnstange. Ein Stern von Hebel. Vielleicht war es dieser Gedanke, der den alten Heron bewog, das Zahnrad nicht noch einmal als besonderes Element aufzuzählen. Um 260 vor Christus wurde auf Sizilien in aufsehenerregender Weise ein technisches Problem gelöst. Unica manu etera in mare. Mit einer Hand von Land zu Wasser. So wurde das große Kriegsschiff Syracusia vom Werftufer in sein Element befördert, nachdem sich vorher 5000 Sklaven vergebens darum bemüht hatten. Der bedeutende Mathematiker und Physiker Archimedes hatte eine Winde konstruiert, in deren Zahnrad vorgelegen und schneckengetrieben sich die begrenzte Kraft menschlicher Muskeln so ungeheuer vervielfachte. Archimedes soll ein selbstgebautes Planetarium besessen haben, das ihm als astronomische Rechenmaschine diente. Heute vermuten wir, dass das Gerät so ausgesehen hat. Man fand nämlich die Reste einer solchen Planetenuhr nahe der Südspitze Griechenlands, in dem Wrack eines vor 2000 Jahren versunkenen Schiffes. In jener Zeit der Spätantike war Alexandria mit seiner berühmten Akademie der geistige Mittelpunkt der hellenistischen Zivilisation. Unter mancherlei anderem wissen wir aus alten Schriften von einer bewundernswerten Wasseruhr des alexandrinischen Gelehrten Ctesibios. Wenn wir die Erklärungen des Römers Vitruv recht verstehen, so enthielt sie ein Zahnradgetriebe zur Drehung des Zeigers durch den Schwimmer. Vitruv gibt auch eine genaue Beschreibung des in der alexandrinischen Schule entwickelten Hodometers, zu Deutsch Wegmesser, der die Fahrtmeilen eines Reisewagens zu zählen vermochte. Ein Finger an der umlaufenden Radnabe trieb das Zahnrad bei jeder Umdrehung um einen Zahn weiter. In kleinen Kammern einer Scheibe, die sich langsam weiterdrehte, befanden sich Kugeln, die am Ende ihrer Kreisbahn eine nach der anderen in eine Sammelschale fielen. Zählte man dann die Kugeln, so wusste man, wie viel Meilen man gefahren war. Das Gerät enthielt in Wirklichkeit wahrscheinlich mehr Zahnräder, um die rasche Drehzahl des Wagenrades
in die sehr langsame Drehzahl der Kugelkammerscheibe zu verwandeln. Gotteskasten nannte man diesen Automaten des Heron. Wir würden ihn heute als liebenswürdige Spieluhr bezeichnen. Auf den naiven Tempelbesucher von damals aber musste der zwitschernde Goldvogel einen übernatürlichen Eindruck machen. Viele dieser teils nützlichen, teils verspielten Maschinerien, in denen unser Zahnrad wie eine bekannte Sache vorzukommen pflegte, sind später von arabischen Gelehrten beschrieben und wohl auch nachgebaut und weiterentwickelt worden. Die arabischen Zeichner kannten die Perspektive noch nicht. So sind die Zeichnungen oft schwer zu verstehen. Der auf das Praktische gerichtete Sinn der Römer drängte zu neuen Anwendungen technischer Möglichkeiten. Vitruv beschreibt eine durch Wasserkraft betriebene Getreidemühle. Aus den Trümmern eines verfallenen Römerkastells im Taunus grub man in unseren Tagen einen aufsehenerregenden Fund ans Licht. Ein eisernes Zahnrad. Ein echtes Zahnrad aus einer römischen Mühle. Bei der Rekonstruktion der Mühle glaubte man, dass es sich um eine handbetätigte Mühle gehandelt habe. Sklavenarbeit war in der frühen Menschheitsgeschichte etwas Selbstverständliches. Viele technische Kenntnisse und Erfahrungen der Römer überdauerten den Untergang des römischen Weltreiches. Wo immer sich in den folgenden Jahrhunderten das Bild einer Mühle findet, wie etwa an diesem Säulenkapitell einer romanischen Kirche Burgunds, begegnet man dem seit Römerzeiten bewährten Zahnrad. Um 1100 entstand das kostbare Buch Hortus Deliciarum, der Äbtissin Herat von Landsberg. Neben religiösen Motiven befindet sich als Symbol die von den Römern her bekannte Bauart der Getreidemühle. Wie Jade ohne Kur verdanken wir die Skizze einer Sägemühle, in der ein Zahnrad mit stachelartigen Zähnen erkennbar ist. Es war die große Zeit des Mittelalters. Die Baukunst erlebte eine Hochblüte ohnegleichen. Die bildenden Künste brachten unvergängliche Werke hervor. Dagegen kam die technische Nutzung der Naturkräfte nur zögernd voran. Die Entwicklung trat jedoch keineswegs auf der Stelle. Zunächst war es der Bergbau und die Kunst der Uhrmacher, die der technischen Entwicklung neue Ziele gaben und zu Erfahrungen verhalfen. Sie stellten dem Bauelement Zahnrad immer neue Aufgaben. Die Maschinenbauer verlangten Übertragung großer Kräfte, die Uhrmacher eine exakte Bewegungsübertragung. Die Entwürfe der um 1300 von Giovanni da Dondi gebauten astronomischen Uhr weisen überraschenderweise innenverzahnte und sogar elliptische Zahnräder auf, die uns deutlich von großen Fortschritten auf diesem Gebiete Kunde geben. Vielleicht war da Dondi ein Genie und als Einzelner seiner Zeit voraus. Das älteste uns erhaltene Räderuhrwerk der Welt ist eine Wanduhr aus dem Jahre 1348, die im Mainfränkischen Museum zu Würzburg bewahrt wird. Viele dieser ehrwürdigen alten Uhren haben Zahnräder mit geschnitzten und gefeilten Zähnen. Die Uhren der ersten Zeit hatten nur einen Zeiger, den Stundenzeiger, der in 12 Stunden einmal umlief. Eine genauere Zeiteinteilung verlangte wohl seiner Zeit das Lebensgefühl des Menschen nicht. Deshalb stellte man auch keine allzu hohen Ansprüche an die Exaktheit der Uhren. Gingen sie täglich eine halbe Stunde vor oder nach, so korrigierte man, ohne sich aufzuregen, von Zeit zu Zeit die kleine Differenz. Gab es überhaupt schon eine Anweisung, nach welcher Kurve die Zahnflanken geformt werden mussten, um die Bewegung gleichförmig von Achse zu Achse zu übertragen? Gefühl und Erfahrung ersetzten zunächst das mathematische Wissen. Schließlich war die Feile in der geschickten Hand des Uhrmachers bei aller Geduld und Sorgfalt auch kein Präzisionsinstrument. Es war schon ein Fortschritt, als man Teilscheiben und sogenannte Zahnstühle benutzte. Vorrichtungen würden wir heute dazu sagen, mit deren Hilfe man Zahnlücke für Zahnlücke, eine wie die andere, in exakten Abständen fräsen konnte.
Neben den Zahnstühlen für große Zahnräder gab es auch Vorrichtungen, auf denen kleine Zahnräder gefräst wurden. Es gab einzelne Meister ihres Faches, die auf solche Art regelrechte Zykloidenverzahnungen zustande brachten, ohne auch nur deren Namen zu kennen, wie etwa der Hersteller dieser französischen Reiseuhr. Bei großen Zahnrädern wurden die Zähne meist einzeln hergestellt und in die Radkränze eingesetzt. Wir sehen solche Zähne im Uhrwerk des Berner Zeitglockenturmes, das der berühmte Uhrmacher Caspar Brunner um 1530 fertiggestellt hatte. Das Uhrwerk war mit ungewöhnlicher handwerklicher Präzision hergestellt. Die Uhr geht heute noch mit großer Genauigkeit. Welche Mühe muss es gemacht haben, alle diese Zähne einzeln herzustellen und an ihrem Platz zu befestigen? Die uralte Freude an mechanisch bewegten Kunstfiguren lebte in solchen Werken wieder auf. Verborgene Zahnräder bewegen den Reigen der Berner Wappenbären wie einst den goldenen Vogel des Heron in Alexandria. Zähne dieser Art sind auch in den großen Zahnrädern zu sehen, die der mittelalterliche Bergbau angewandt hat, um die schwere Arbeit für Mensch und Tier zu erleichtern. Georg Bauer, der als gelehrter Mann seinen Namen ins Lateinische übersetzte und sich Agricola nannte, hat in seinem Buch De Re Metallica über die Maschinentechnik seiner Zeit genau berichtet. Er hat Getriebe für Lasten- und Wasserförderung in großer Zahl beschrieben und gezeichnet. Die hölzernen oder eisernen Zähne wurden durch Schnitzen, Schmieden oder Feilen in der Regel einzeln hergestellt, im Radkranz festgekeilt oder festgeschraubt. Im Bergbau waren viele Maschinen anzutreiben. Lastwinden, Pumpen, Gebläse, Pochwerke und vieles andere. Welche Kräfte mussten alle diese Maschinen in Gang halten? Der Mensch selbst war es und die von ihm eingespannten Tiere mit ihrer Muskelkraft, die solche schwere und eintönige Arbeit Tag aus Tag ein leisten mussten. Die Tretmühle, heute nur noch Gleichnis für menschenunwürdige Arbeit, war damals quälende Wirklichkeit. Die Arbeitszeit betrug 14 Stunden und mehr. Tretmühle und Göpelwerk waren die gebräuchlichsten Kraftmaschinen jener Zeit. Es gab auch Tretmühlen für Hunde. Zahnradgetriebe übertrugen hier die Kräfte auf ein Butterfass. Ebenso kannte man Tretmühlen und Göpelwerke für Pferde. Von diesen Rossmühlen kommt es her, dass wir heute noch gewohnt sind, die Leistungen unserer Motoren in Pferdestärken zu messen. Überall mühsam und kunstvoll hergestellte Zahnräder. Wie ein prophetisches Versprechen zu einer kommenden Vermenschlichung der Arbeit mutet uns das Vordringen der Wasserräder von den Getreidemühlen zu den Sägewerken, Hammerschmieden und Bergwerkskünsten an. Sie ersparten Muskelarbeit von Mensch und Tier. Die Naturkraft des strömenden Wassers übertraf sie um hundertfache Stärke. In der Renaissance erst geschieht der entscheidende Schritt zur Wandlung der menschlichen Lebensbedingungen. Leonardo da Vinci, Künstler, Naturforscher und Ingenieur, steht an der Spitze einer neuen Gelehrtengeneration, die aus dem Brachfeld der Naturwissenschaft neue Ernten von ungeahnter Fülle gewinnt. In seinen Handzeichnungen findet sich das Zahnrad in zahllosen Formen und Anwendungen. Leonardo benutzt das Zahnrad wie das nächstliegende und bekannteste Maschinenelement.
Er skizziert bisher nie gesehene, schräge und bogenförmige Verzahnungen und studiert Zahnradpaarungen mit gekreuzten Achsen und geometrisch interessanten Radkranzformen. Dies ist Leonardos Entwurf einer selbsttätigen Feilenhaumaschine, die von Gewichten getrieben wird. Eine Gewindeschneidmaschine. Für verschiedene Schraubensteigungen sind austauschbare Wechselräder vorgesehen. Ein durch Wasserkraft betriebenes Bandeisenwalzwerk. Eine Spinnmaschine mit Zahnradgetriebe. Ein von selber fahrender Wagen, der wohl für eine Theateraufführung gebaut worden ist, enthielt im Verborgenen eine Fülle von Federn und Zahnrädern. Auch diese selbsttrommelnde Pauke wird wohl in einem Festzug als heiteres Zauberinstrument mitgewirkt haben. Dieser Bratspieß wird durch die aufsteigenden Feuergase gedreht. Der Braten dreht sich rascher, wenn das Feuer stärker brennt. ...7000 solcher Blätter mit meisterhaft perspektivisch skizzierten Handzeichnungen sind von Leonardo erhalten. Wären sie nur gedruckt worden und so vor dem Schicksal des Verstaubens und Vergessenwerdens bewahrt geblieben. Gutenberg ist es, der 1450 die Kunst der Massenherstellung metallischer Drucktypen erfunden und damit die Unverlierbarkeit und Allverteilbarkeit des gedruckten Wissens verwirklicht hat. Von der Buchdruckerkunst sagt Goethe, sie ist ein Faktum, von dem ein zweiter Teil der Weltgeschichte datiert, der von dem ersten ganz verschieden ist. Gedrucktes Wissen ist seitdem Gemeingut aller Geister. 30 Jahre nach Gutenbergs Tod gab es schon 10 Millionen gedruckter Bücher. In den gelehrten Abhandlungen jener Zeit, die sich mit Fragen des Maschinenbaus befassen, spielt das Zahnrad eine auffällige, zuweilen fantastische Rolle. Die Möglichkeit zu ungeheuren Kraftübertragungen hatte es den Erfindern angetan. Der englische Geistliche Wilkins will mit Hilfe seines Getriebes eine Rieseneiche samt Wurzel aus der Erde ziehen wie ein Radieschen. Von Verfassern frommer Erbauungsbücher und berühmten Predigern wie Abraham a Santa Clara wird das Zahnrad gern als Gleichnis gebraucht und als Symbol dienender Zusammenarbeit in höherer Ordnung gepriesen. Die Fantasie eines typischen Barockmenschen überstürzte sich in der Erfinderlust des gelehrten Herrn Agostino Ramelli. In der Konstruktion seiner kuriosen Lesemaschine kamen wohl die Begeisterung seiner Zeit an Büchern und die Freude an Zahnrädern zusammen. Sein Buch Schatzkammer mechanischer Künste zeigt eine Fülle von Entwürfen gewaltiger Schöpfwerke, Pumpen, Kriegsmaschinen und Lastwinden. Er nennt es höchst lustig und kunstreich, mit Zahnradgetrieben und Schneckenrädern ungeheure Kraftwirkungen zu erzielen. Aber er muss es erleben, dass gründlichere Leute ihm vorwerfen, seine Entwürfe seien ohne Verstand inventiert und gar nicht praktikabel. Es ist der preußische Maschinen- und Bergwerkskommissar Leupold, der schonungslos nachrechnet, wie viel Millionen Mal die Männer an der Haspel herumlaufen müssten, um mit der von Ramelli entworfenen Binde die Marmorblöcke in Carrara auch nur einen Fuß weit vom Platze zu bewegen. Sein Rechenergebnis ist nicht sehr schmeichelhaft für Ramelli. Um den Marmorblock einen Fuß weit zu transportieren, benötigt man mit dieser Winde 4 Jahre. In Jakob Leupolds Buch Theatrum Machinarum sind die damals bekannten Zahnformen dargestellt. Auch die Zahnradpumpe, die dort Pappenheimsche Pumpe genannt wird, findet sich in diesem Buch. Die Zahnlücken fördern die Flüssigkeit von unten nach oben entlang der Gehäusewand. Leupold schrieb seine Bücher in handfestem Deutsch. Er nennt die bisher geübte Herstellungsart hölzerner Zähne auf der Schnitzbank Eitelsauerei und gibt genaue Anweisungen über die handwerkliche Verwirklichung exakter Zahnteilungen und sauberer Zahnformen. Wie viel Sorgfalt, Fleiß und Geduld gehörten dazu,
um für die großen Zahnräder einer Mühle alle Zähne auf solche Weise herzustellen. Eingeordnet zwischen der Kraft des Windes und der Mahlbewegung der Mühlsteine, erfüllen diese langsam laufenden Zahnkränze Jahr aus Jahr ein ihren dienenden Auftrag am täglichen Brot. Auch andere schwere Arbeiten der Müllerei werden von mechanischen Getrieben übernommen, die man an das Haupttriebwerk bei Bedarf ankuppelt. So zum Beispiel das Heben und Transportieren der gefüllten Säcke. Auf gleiche Teilung und gleiche Zahnform hatte man bei diesen Mühlentriebwerken allmählich achten gelernt. Von der mathematisch richtigen Zahnform war noch nicht die Rede. Andere Geräte jener Zeit begnügten sich mit recht kunstlosen Ausführungen, wie zum Beispiel diese Stellmacher-Drehbank und diese Garnhaspel, wo das Zahnrad wie schon zu Römerzeiten als Teil eines Zählwerkes wieder erschien. Vom Zählen ist es nicht weit zum Rechnen. Der schwäbische Gelehrte Wilhelm Schickhardt konstruierte im Jahre 1623 die erste Rechenmaschine. Ein mechanisches Gerät, auf Anregung des Astronomen Kepler erdacht und erbaut, um den Geist des Menschen von Rechenarbeiten zu entlasten. Dass die Gelehrten der Antike schon Rechenmaschinen besaßen, weiß man erst seit wenigen Jahrzehnten. Die geniale Schickhardtsche Konstruktion rückte aufs Neue das Zahnrad ins Blickfeld der Mathematiker. Zwei Jahrzehnte später überreichte der berühmte Mathematiker Pascal dem Kanzler Frankreich seine Konstruktion einer Maschinenarithmetik. In Hannover arbeitete Gottfried Wilhelm Leibniz vom Jahre 1671 bis 1674 an einer mechanischen Rechenmaschine. Nicht nur Philosophie, Jurisprudenz, Geschichte und Sprachforschung verdanken dem ungewöhnlichen Manne wegbereitende Leistungen, sondern auch Mathematik und Naturwissenschaften. Die Technik bereicherte sein vielseitiger Geist durch die Erfindung der Staffelwalze, eines Zahnrades mit verschieden langen Zähnen, das in seiner Rechenmaschine zum ersten Mal auftauchte. Im gleichen Jahre, als Leibniz seine Rechenmaschine entwickelte, wurde der französischen Akademie eine Arbeit vorgelegt, die zum ersten Mal die Frage der mathematisch einwandfreien Form von Zahnflanken beantwortet. Sie stammt von dem Ingenieur, Mathematiker, Physiker und Astronomen Dulaire. Dulaire führte den Begriff der Welskreise ein. Die Welskreise rollen gegeneinander ab, ohne zu gleiten. Rollt nun der eine Welskreis auf dem anderen ab, so zeichnen die Punkte des einen Rades Kurvenbahnen auf die Scheibe des anderen Rades. Sie heißen Zykloiden. Es sind die Kurven der Zahnflanken, die exakt gleichförmige Bewegungsübertragungen gewährleisten. Dulaire nahm auf dem einen der beiden Welskreise punktförmige Zähne an, als ob in eine Radscheibe dünne Stifte eingeschlagen seien. Der Fachmann kennt diese Bauart als Triebstockverzahnung oder Laternentrieb. Der große Fortschritt gegenüber den bisher üblichen Zahnradgetrieben ist einleuchtend. Eine Winde mit ungenauen Zahnrädern älterer Form hob die angehängte Last nicht gleichförmig, sondern mit vielfachen Rasten und Rucken. Bei besserer Abstimmung der Zahnteilung und Zahnhöhe konnte man die Zackenlinie des Hubverlaufes allenfalls in eine Wellenlinie verwandeln.
Gleichförmig geradlinig aber wird dieser Verlauf bei Verwendung der richtigen Zahnflankenform, die Delahier für den Sonderfall der Triebstockverzahnung entdeckt und gelehrt hat. Der französische Gelehrte Camus stellt das allgemeine Verzahnungsgesetz auf. Das allgemeine Verzahnungsgesetz gilt nicht etwa nur für den Sonderfall der Punktverzahnung, sondern uneingeschränkt für beliebig geformte Zahnflanken, welche die Bewegung exakt gleichförmig von Rad zu Rad übertragen sollen. Zwei Zahnflanken haben eine gemeinsame Tangente. Man errichtet den Berührungspunkt die Senkrechte. Diese muss stets durch den Berührungspunkt der Welskreise, den sogenannten Welspunkt, gehen. Unabhängig von Camus kam ein halbes Jahrhundert später der geniale Leonhard Euler zu den gleichen Schlüssen. Er fand, dass es unendlich viele Kurvenformen gibt, die jenes Grundgesetz erfüllen. Als erster machte er den für alle Zukunft unerhört wichtigen Vorschlag, eine besonders geeignete unter allen diesen Möglichkeiten als Zahnform anzuwenden. Die Evolvente. Ein Grund für seinen Vorschlag war die leichte Konstruierbarkeit der Evolvente. Wickelt man auf einem Kreis einen Faden auf, so beschreibt der Endpunkt dieses Fadens beim Abwickeln jene Kurvenbahn, die Evolvente heißt. So entsteht ein Zahn durch Abwickeln des Fadens vom Grundkreis. So entstehen sämtliche Zahnflanken eines Rades mit Evolventenverzahnung. Bei einem Paar zusammenarbeitender Räder kann man sich die Fadenenden der beiden Räder verknüpft denken. Der Knoten zeichnet beim Drehen auf beiden Rädern die Evolventenkurven der Zahnflanken, während er längs der geraden sogenannten Eingriffslinie läuft. Die mitlaufenden weißen Linien zeigen deutlich, dass das Verzahnungsgesetz erfüllt ist. Die unverändert bleibende Schräge der Eingriffslinie heißt Eingriffswinkel Alpha. Das Losungswort Evolvente war ausgesprochen. Freilich war es noch ein langer Weg bis zu ihrem Eingang in die Praxis. Selbst die Zahnräder in den Werkzeugmaschinen von damals wiesen noch längere Zeit die altgewohnten Kastenzähne auf. Um diese Zeit bahnt sich ein entscheidender Wandel in der Menschheitsgeschichte an. Neben die Muskel- und Wasserkraft trat eine neue Energiequelle. Das Jahr 1770 brachte die Dampfmaschinen, die von den begeisterten Zeitgenossen als die eisernen Engel begrüßt wurden. Gegenüber ihren Riesenkräften mussten die Muskeln aller Sklaven und Pferde, ja selbst die Wasserräder und Windmühlen zwergenhaft erscheinen. Das Ende des 18. Jahrhunderts brachte eine Fülle von Patentschriften für Dampfmaschinen, unter ihnen das berühmte Patent von James Watt aus dem Jahre 1781. Die erste Dampfmaschine mit wirtschaftlich diskutablem Dampfverbrauch verhalf ihrem Erfinder James Watt zu Erfolg und unvergesslichem Ruhm. Zwischen Pleuel, Stange und Welle der Watt'schen Dampfmaschine war ein eigentümliches Planetenräderpaar eingeschaltet. Eine Erfindung Watts, die damals für ihn notwendig war, weil ihm die Anwendung des einfachen Kurbeltriebs patentrechtlich verwehrt war. Als gigantischer Helfer der Menschheit übernahm die Dampfmaschine die schwerste Arbeit in Bergwerk und Fabrik. Auch die ersten Dampflokomotiven wandten das Zahnrad in ihrem Triebwerk an. So sah die erste Lokomotive aus, die der Engländer Travis Sick gebaut hat. Das ist der berühmte Puffing Billy. Nie vorher war dem Bauelement Zahnrad die Übertragung so großer, stoßartiger Kräfte zugemutet worden. Die berühmte Konstruktion der Rocket des genialen Ingenieurs und Fabrikanten Stephenson freilich verzichtet auf Zahnräder und blieb anderthalb Jahrhunderte lang das Vorbild aller Dampflokomotiven.
In den heute fast vergessenen Straßendampfwagen des vorigen Jahrhunderts jedoch tauchte das Zahnrad lange vor den ersten Automobilen auf. Schon James Watt selbst hatte ein Patent auf ein Zahnradgetriebe mit Gangschaltung für solche Straßendampfwagen. Die Zahnräder waren ständig im Eingriff. Freilich konnten sie nur im Stillstand geschaltet werden. Bei anderen Getrieben wurden die Zahnräder wahlweise durch Verschieben in Eingriff gebracht. Erst später kamen Getriebe auf, die man während der Fahrt schalten konnte. Wichtiger freilich und einschneidender war der Einsatz der Dampfmaschine in den Schiffen, die jahrtausende lang auf Ruderknechte und Wind angewiesen waren. Die Dampfmaschine wurde bald der machtvolle Mittelpunkt aller Fabriken. Sie betrieb jene für die Arbeitsstätten eines Jahrhunderts so typischen Transmissionen. Hoch an der Fabrikwand gelagerte Wellen mit Riemenscheiben, die mittels lederner Transmissionsriemen die Kraft der Dampfmaschine auf die Arbeitsgeräte verteilten. Ein englischer Pfarrer erfand den mechanischen Webstuhl. Es ging ihm nicht um den Rausch und Erfolg des Erfindens, er war vielmehr von dem Gedanken geleitet, das Los der Menschen aus der Armut herauszuheben, freier, gesünder und würdiger zu machen. Nach wenigen Jahren arbeiteten Tausende von Bandwebmaschinen und Rundwerkstühlen in England und auf dem Kontinent. Als Bauelement diente ihnen das Zahnrad bei ihren komplizierten Bewegungsabläufen. Der Londoner von 1814 las, dass die Riesenauflage der Times von nun an auf den in Würzburg erfundenen Schnellpressen maschinell gedruckt werde. Interessante Zahnradgetriebe in diesen Maschinen mussten hohe Genauigkeitsforderungen erfüllen. Wie ging es damals bei der Herstellung von Zahnrädern zu? Große Zahnkränze wurden in Segmente aufgeteilt. Die einzelnen Segmente wurden in Sand eingeformt. Danach wurden sie gegossen. Wer Max Eid gelesen hat, erinnert sich vielleicht der mit liebevoller Genauigkeit geschilderten Arbeitsmethoden jener Zeit unserer Großväter. Die Gussstücke wurden gereinigt und entgratet. Die Zahnform wurde mit einer Schablone angerissen und mit der Feile geduldig Zahn für Zahn fertiggestellt. Wo es ging, verwandte man nach wie vor gerne die leichter zu bearbeitenden Holzzähne, die in Gusskränzen befestigt wurden. Breite Zähne bestanden aus mehreren dicht nebeneinander eingesetzten Holzblöcken. Auf der Rückseite des Radkranzes sind sie einzeln gut zu erkennen. Im Jahre 1850 nimmt sich der Engländer Willis mit Gründlichkeit der längst notwendig gewordenen Normung der Zahnräder an. Er greift die geniale Idee Eulers auf und macht Vorschläge, welche die Einführung der Evolvente in die Praxis erleichtern. Er legt den Eingriffswinkel durch die Bedingung Sinus Alpha gleich 1/4 fest. Hieraus folgt Alpha gleich 14,5 Grad, ein Wert, der heute noch in Gebrauch ist. Er prägt für den Quotienten Welzkreisdurchmesser geteilt durch Zähnezahl den Begriff Modul, für dessen Größe er eine genormte, geschickt abgestufte Zahlenreihe zur Wahl stellt. Er empfiehlt, die Kopfhöhe des Zahnes gleich dem Modul zu bemessen, den Fuß jedoch etwas größer, um das nötige Kopfspiel beim Drehen des ineinandergreifenden Räderpaares zu sichern.
Nach dieser Norm passen Räder beliebiger Zähnezahlen, aber gleichen Moduls ohne weiteres zusammen, gleich ob groß oder klein. Das gilt auch für den Extremfall der Zahnstange, wo die Evolventenkontur der Zahnflanke zur geraden Linie wird. Eine Tatsache, die für die maschinelle Fertigung exakter Evolventenzahnräder noch sehr wichtig werden sollte. Aus dem Bild der Zahnstange mit ihren geradflankigen Trapezzähnen wurde die Mehrzahl aller modernen Stoß-, Fräs- und Schleifwerkzeuge abgeleitet. Noch einen willkommenen Vorteil hat die Evolventenverzahnung. Sie ist unempfindlich gegen kleine Verschiebungen des Achsabstandes. Die Bewegungsübertragung büßt dabei nichts von ihrer exakten Gleichförmigkeit ein. Die von Willis genormte Kopfhöhe und Fußhöhe des Zahnes ergibt die heute als Nullverzahnung bezeichnete Zahnform. In vielen Fällen, vor allem bei kleinen Zähnezahlen, ergeben sich hierbei jedoch ungünstige Zahnformen mit schwachem Zahnfuß. Durch Profilverschiebung kann man die Zahnform verbessern. Je nach Wunsch entstehen gedrungene oder schlanke, stumpfe oder spitze Zahnformen und dies mit dem gleichen geradflankigen Werkzeug. Wegen dieser Vorzüge hat die Evolvente im Laufe der kommenden Jahrzehnte alle anderen Profilformen weitgehend verdrängt. Das Zahnrad stand so als normalisiertes Bauelement einer Zeit zur Verfügung, deren stürmischer Aufbruch durch Männer wie Siemens, Otto und Diesel ausgelöst wurde. Werner von Siemens erfand die Dynamo-Maschine. Dampf- und Wasserkraft konnten damit in elektrische Energie umgewandelt und in Häuser und Fabriken geleitet werden. Der Bauernsohn Nikolaus Otto erfand 1876 den Viertaktmotor. Damit begann die Motorisierung der Welt. Jeder der unzählbaren Viertaktmotoren benötigt zum Antrieb der Nockenwelle eine Zahnradübersetzung 2:1. Auch der Motor von Rudolf Diesel, seit 1896 die Wärmekraftmaschine mit dem besten Wirkungsgrad, weist, wenn er als Viertakter arbeitet, diese Zahnradübersetzung auf. Von der ersten Ausführung bis heute. Karl Benz baute das erste brauchbare Automobil. Ein Riemen und ein Differential mit Kegelzahnrädern übertrugen das Drehmoment vom Motor auf die Achse des Kraftfahrzeuges. Aber ein Verbrennungsmotor ist nur wenig überlastbar. Die zum Bergauffahren notwendige höhere Zugkraft gibt er nicht ohne weiteres her. Die Zugkraft-Kennlinie zeigt die vom Motor im Direktgang erzielbare Zugkraft in Abhängigkeit von der Fahrtgeschwindigkeit. Das Bensche Automobil brauchte deshalb, wie seither alle Kraftwagen der Welt, ein Schaltgetriebe zwischen Motor und Fahrzeugachse. Die Zahnradübersetzung dieses Getriebes vermindert die Drehzahl der Fahrzeugachse und erhöht zugleich die Zugkraft. Schaltete Benz seinen sogenannten Berggang ein, so fuhr er in verlangsamter Fahrt mit der gesteigerten Zugkraft aufwärts. Die ideale Grenzkurve zwischen Zugkraft und Fahrtgeschwindigkeit, die mit einem stufenlosen und verlustfreien Getriebe erreicht werden könnte, wäre eine Hyperbel. Man führe dabei stets mit der optimalen Motorleistung. In der Mehrzahl der Fälle verzichtet man auf die stufenlose Verwirklichung der Hyperbel und verwendet Zahnradschaltgetriebe für mehrere gestufte Übersetzungen, die man erster Gang, zweiter Gang und so weiter nennt. Daimler und Maybach rüsteten ihre erfolgreichen Konstruktionen von vornherein mit Schaltgetrieben aus. Die Zahnräder wurden durch axiales Verschieben in und außer Eingriff gebracht. Diese konstruktive Lösung kommt allmählich aus dem Gebrauch. Das Getriebe war bei den ersten Automobilen noch offen und unverschalt. Allerdings hatte schon 1879 der Amerikaner George Selden eingekapselte Getriebe vorgeschlagen. In
Erst in den Konstruktionen von Peugeot, Panhard und Renault wurde das Fahrzeuggetriebe zur selbstständigen Baugruppe. Die Entwicklung führte zu der uns vertrauten Getriebeform. Mit wachsender Drehzahl der Motoren wurde das Problem der Laufruhe dringlicher. Ein wirksames Mittel, dem entgegenzuwirken, ist die Schrägverzahnung. Man könnte sie sich entstanden denken aus sehr vielen stufenartig gegeneinander versetzten schmalen Zahnrädern und begreift die so erzielte Verbesserung des Eingriffs. Freilich würden schräge Zähne beim axialen Einkuppeln in die Zahnlücken des Gegenrades Schwierigkeiten machen. Auch der Wunsch, beim Schalten hartes Geräusch und Verschleiß zu vermeiden, führte seit langem zu der heute bevorzugten Lösung des Schaltproblems. Alle Zahnradpaare verbleiben dauernd in Eingriff und Bewegung. Werden nun Kupplungsmuffen gerückt, deren Schaltklauen links oder rechts eingreifen, so übernimmt jeweils ein anderes Radpaar die Kraftübertragung. Das Schalten wird durch Hilfsreibkupplungen, sogenannte Synchronisierungen, vereinfacht. Planetengetriebe benötigen überhaupt keine Schaltklauen mehr. Sie werden allein durch Reibkupplungen geschaltet. Durch wahlweises Festhalten des innenverzahnten Hohlrades oder des kleinen Sonnenrades lässt sich das Übersetzungsverhältnis auf einfache Weise ändern. Planetengetriebe haben besondere Bedeutung in den modernen, selbsttätig schaltenden Automatgetrieben von Kraftfahrzeugen erlangt. Mit dem Dieselmotor kehrt das Zahnradgetriebe auch in die Lokomotive zurück. Die größten Schiffe unserer Zeit benötigen Zahnräder, um die rasche Dampfturbinendrehzahl in die langsame Propellerdrehzahl umzuformen. Selbst die Turbinenstrahltriebwerke unserer modernen Flugzeuge enthalten eine Vielzahl von Zahnrädern zum Antrieb der Hilfsmaschinen. Neben der Getriebeentwicklung machte auch die Verzahnungsforschung bedeutende Fortschritte. Eines der Probleme war die örtliche Pressung an den Zahnflanken. Presst man zwei Walzen gegeneinander, so platten sie sich wegen der Elastizität des Werkstoffes ab. Man kann den Zähnen in Walzen einbeschreiben und damit die Spannung und Abplattung an der Berührungsstelle berechnen. Die Formel geht auf den berühmten Physiker Heinrich Hertz zurück. Dieses Schema verdeutlicht die Druckverteilung an der Berührungsstelle. Diese spannungsoptische Darstellung zeigt die Spannungshäufung am Berührungspunkt und am Zahnfuß. Der Amerikaner Lewis entwickelte eine brauchbare Methode zur Berechnung der Biegespannungen. Er vergleicht den Zahn mit einem eingespannten Balken, der durch eine Einzelkraft belastet wird. Der am höchsten belastete Punkt an der Einspannstelle ergibt sich durch die Parabel gleicher Biegefestigkeit. Mit einer Hilfskonstruktion berechnete Lewis die Biegespannung im Zahnfuß. Bei hohen Belastungen verformen sich die Zähne. In diesen Fällen bedarf die Evolvente einer Korrektur. Durch Fußrücknahme oder Kopfrücknahme um winzige Maßbeträge erhält man ein balliges Zahnprofil. Auch Korrekturen über die Zahnbreite können erforderlich sein. Die Kraft wird dadurch im mittleren Teil der Zahnflanke übertragen. Die Zähne kommen stoßfrei und weich in und außer Eingriff. Vor allem aber hat das beginnende Zeitalter der Massenfertigung maschinelle Verfahren vielerlei Art entwickelt, um Zahnflanken mit mathematischer Genauigkeit herzustellen. Hier das Wälzhoben von Gerad- und Schrägverzahnung mit geradflankigem Werkzeug. Hier wird eine Innenverzahnung fertig geräumt. Eines der leistungsfähigsten Verfahren ist das Wälzfräsen. Dem Hobeln ähnlich ist das Wälzstoßen. Auch in der Kegelradfertigung gibt es zahlreiche ähnliche Verfahren. Feinstbearbeitung geschieht durch Schaben oder Schleifen. Von der unendlich mühsamen und noch dazu unzureichenden feilenden Handarbeit früherer Zeiten ist nicht mehr die Rede. Die modernen Schleifverfahren liefern uns solche hochpräzisen Zahnräder. Hochbelastete Zahnräder werden in der Regel gehärtet.
Es ist eine besondere Kunst, die Oberflächen der Zähne zu härten, ohne dem Werkstoff unerwünschte Sprödigkeit zu verleihen. Diese Schliffbilder zeigen die Werkstoffstruktur am Zahn. Viel Mühe und Sorgfalt verwendet man auf das Prüfen der Zahnräder und der Getriebe. Mit empfindlichen Messgeräten kontrolliert man die Laufruhe. Wälzprüfgeräte messen die Verzahnungsgenauigkeit. Das Ergebnis ist Verlässlichkeit des Getriebes, wo immer es eingebaut wird. Zahnradübersetzung ist bis heute das mit geringstem Verlust arbeitende Übertragungsmittel. Bedenken wir, wie viel menschlicher Geist und Fleiß, wie viel Zielstrebigkeit, Wagemut, Forschung und Fantasie, wie viel Erkenntnis, Gestaltungskraft, Sorgfalt und Meisterschaft zusammenkommen mussten, um moderne Hochleistungsgetriebe zu schaffen. Als reife Lösungen stehen sie den anspruchsvollen Aufgaben unserer Zeit zur Verfügung. Das Zahnrad folgte dem Entwicklungsgang der menschlichen Kultur durch die Jahrtausende. Als Diener des Menschen früher Kulturzeiten tauchte es auf, in grober Form grobe Arbeit erleichternd. Es half den Menschen, den Lebenskampf zu bewältigen, den unblutigen Kampf um seine Nahrung und die Zukunft seiner Kinder. An den bedeutendsten Erfindungen aller Zeiten hat das Zahnrad seinen Anteil. Jede Menschheitsepoche hatte es als bewährten und verlässlichen Helfer zur Hand, alle neuen Aufgaben rechtzeitig angepasst. Die Namen der größten Gelehrten säumen seinen Weg. Es begleitet uns in eine vorbildlose Zukunft. Für sie kann ein Merkmal des Zahnradpaares als Leitmotiv gelten. Harmonisch miteinander arbeiten und ausdauernd.